Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Minish Cap. Wir fliegen jetzt zum Hylia-See und machen den nächsten Dungeon. Jawohl. Und ihr hört's an meiner Stimme. Es geht mir grauenvoll. Aber ich nehme trotzdem den Minish Cap auf, weil ich gerade Lust drauf habe. Und wir finden auch noch, bevor wir in den Dungeon gehen, 2 Herzteile. Ja. Ist das nicht toll? Wow. Okay. Warte mal, tauchen wir mit B. Ja, da war ein Herzteil. Und noch eins und dann sind wir glücklich, haben ein 12. Ding. Okay, gut. Ich muss meinen Zettel irgendwo hin tun, weil ich will ja nichts verpassen hier. Das sehen wir zwar auch, aber dann kommen wir noch nicht. Okay. So, wir machen jetzt mal. Nee. Ich wollte doch nur schwimmen. Tschüss, Vogel. Wir machen uns mal klein und schwimmen. Da wir ja jetzt schwimmen können, auch als Minish. Hier. Und du willst doch bestimmt fallen. Oh ja. Wir sind ja auch zum ersten Mal in diesem Abschnitt. Also, nee, bei dir, um genau zu sein. Weil wir ja erst letztens schwimmen erlernen konnten. Das ist eine Rankenpflanze, denke ich mal. Und das ist auch da am Hylia-See. Hylia. However you wanna call it. So, machen wir uns wieder groß. Wir holen uns das nächste Herzteil. Ja, das war super ausgewichen, aber... Ja, hat's toll. So, nein, da wollte ich nicht hin. Piss dich. Ich wollte... Nein, das wollte ich auch nicht. Das wollte ich. Ich wollte hier rein. Was gibt's denn hier? Truhe bestimmt. Ja, großer Rubin. Also großer grüner. Gibt es sonst noch was? Eine Wand oder so? Nö, ist auch eher ein kleiner Raum. Okay. Dann ab in den Eistempel. Okay, ich hoffe, ich mache jetzt keine Fehler. Weil der Tempel des Tropfens ist kalt. Ja. Brrr, klapper. Eine eisige Kälte ist das. Wenn wir das Element nicht schnell finden, werden wir auch zu Eis. Beeil dich, Link. Na gut, über 2 Parts wird es trotzdem gehen wahrscheinlich. Aber... Haha, halt! Der Boden ist ja aus Eis. Pass auf, dass du nicht hinfällst und auf mich fällst, Link. Ja, nee. Okay. Ja. Oh. Komm schon. Gehen wir halt hier entlang. Ah, mein Schiebepad ist ultra scheiße. Nur zur Info. Okay. Gut, gehen wir da entlang. Hallo. Oh, wir finden auch schnell den Kompass und die Karte, damit wir ja alles schön erkunden können. Okay. Gut, dann gehen wir mal nach unten, wenn du gehen würdest. Aha. Okay. Und es werde Licht. Wow. Oh, das ist der Tageslicht. Wie schön warm das Licht ist. Da geht es einem gleich viel besser. Oh ja, gut, ne? Gut, dann holen wir uns den Schlüssel. Sieh mal genau hin. Da ist noch etwas im Eis eingeschlossen. Hey Link, sieh doch. Hä, wo? Ich sehe nichts. Mann, dieses scheiß Schiebepad, das gibt's ja gar nicht. Ich mache es mit den Pfeiltasten. Hey, Schlüssel. Eröffnet verschlossene Türen und Barrikaden in diesem Dungeon. Das habe ich so gut lesen können, ja.
ich das eigentlich zumachen müssen? Egal. So, jetzt können wir... Alter, lass mich doch in Ruhe. Jetzt können wir hier entlang. Und hier kommen wir eh nicht weiter, also müssen wir da runter. So, lass mich in Ruhe und gib mir... Okay, gib mir nichts. Okay. Warte mal. Ah ja, genau, das war's. Okay. Wie ging das noch gleich? Okay. Ich glaube, so war das doch gemeint, ne? Sieht zumindest richtig aus. Und? Ist es auch? Ja. So. Und das wäre dann schon der Boss-Key. Können wir ja gleich zum Boss gehen. Ja, aber so leicht geht es dann doch nicht. Okay. So, und damit... Alter, die wollen einfach nicht... Der will einfach nicht durch die kleine Öffnung da durchgehen. Und dann halt die Treppen hoch. Mann, Alter. Lass doch gut sein. Ich will hier nicht mit 3 Herzen gegen Endboss kämpfen. Gut. Ah, ja. So, nachdem wir hier in diesem Apartment, in diesem Stockwerk, also wir haben ja noch keine Karte, warte mal, ich gehe mal, ja doch, haben wir schon, aber nicht mehr und nicht weniger. So, auf geht's zum Boss, yay! Nicht ganz, ne? Ja, so etwas! Link, wir haben das Element gefunden! Aber leider ist es von dickem Eis umschlossen. So kommen wir nicht dran. Vielleicht kann man das Eis irgendwie schmelzen. Ja. So in etwa, ne? Okay, wollen wir jetzt erst nach unten oder nach oben? Wir gehen erstmal hier nach unten und finden... Die Dungeon-Karte. Blaue Räume hast du bereits betreten. Ein Raum, der blinkt, zeigt an, wo du dich gerade befindest. Vielleicht stocke aus mit dem Pfeiltasten. Mit dem Schiebepad, das bei mir irgendwie nicht mehr richtig funzen will. Ja, man taucht mit B. Okay, gut. Ja, eine Schnecke, die von oben fällt. Schnecke ohne Haus. So, wir haben keinen Schlüssel, aber wir können uns hier, glaube ich, einholen. So. Nee, aber wir können runter. Okay, was steht hier? Der Wegweiser ist auf dem Boden des Krugs verborgen. Aha. Dem Boden des Krugs. Was bedeutet das? Bedeutet das etwa, dass es hier einen Schlüssel gibt? Ja. Okay. Gut, dann gehen wir wieder zurück, ne? Dort, wo das Ding war. Die Türe. Nämlich, wer es nicht gesehen hat, hier kann man hochklettern. Ja, ist das nicht was? Das ist super. Okay. Okay, gut. Dann, wo waren das noch gleich? Das war ja da, genau. Hier gibt es bislang noch nichts, außer das hier. So. Damit holen wir uns das Blatt. Und wir werden da auch eigentlich auch hinschwimmen können. Na gut. Okay, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg zurück. So, mach das lieber mit dem Pfeiltasten, weil das Schiebepad ist nicht mehr für ein Let's Play zuständig hier. Nimm das her. Minish Cap ist das einzige Let's Play. Ne, was glaube ich? Minish Cap ist nicht das einzige Let's Play, was
auf dem normalen 3DS war, war ja Wario Land, Super Mario Land 3, Super Mario Land, Super Mario Land 2, Six Golden Coins und so, waren da auch auf der Konsole. Aber ja, da war das Schiebefeld noch nicht so abgewetzt. Das gibt's ja gar nicht. So, ich glitch mich da jetzt durch oder auch nicht. Aber egal, macht ja nichts. Tschüss. So, und damit, mit dem Ding, kommen wir auch da drauf. Das legt das um. Und mal schauen. Mal sehen, können wir das machen. Ja, wir können den hier besiegen. Den kennen wir ja noch von früher aus dem, glaube ich, ersten Dungeon war es doch. Ja, nein, lass mich in Ruhe. Ich wette mit euch noch ein oder zwei Treffer und dann ist er down. Komm, komm. Eins. Nein, scheiße. Dumm. Ja, wenn man zu lahmarschig ist. Also langsam regt es mich auf. Komm her. Put, put. Ja, jetzt haben wir ihn doch. Ja, zwei waren es insgesamt. Und wir bekommen nichts. Wir können auf jeden Fall hier durch, aber. Und hier bekommen wir den Kompass. Den Kompass. Yeah. Und da sieht man eine Truhe. Wie kommen wir da eigentlich dran? Weiß das jemand? Okay. Gut. So, hier können. Ja, egal. Ja, können wir das hier machen? Nein. Also, ja, aber. Was gibt's hier eigentlich? Achso, ja, gut, okay. Gut. Dumme Frage. So. Warte mal, wir fahren mal mit dem Ding dorthin, wo ich will. Nämlich hier hin. Hier ist die besagte Stelle und ihr müsst jetzt alle sterben. Das wäre ganz toll. Gibt zwar kein Kalibale, aber trotzdem. Komm doch. Pisser. So, wie war das hier? Ja, komm, 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 komm. Komm her. Komm her, du Pisser. Laufst du von mir weg oder was, du Spaß? So, gut, jetzt sind wir ja ganz ungestört, bis auf die da oben, aber das ist egal. So. Gut, muss man mal überlegen, wenn wir den hier runterschieben. Nein! Du Idiot! Ich wollte. Oh. Ah. Meine Fresse, wie kann man denn nur? Gibt's ja gar nicht. So, bitte nochmal. Sonst kommen wir ja nicht weiter. So, oberster Block muss runter. Okay. Warte mal, wenn wir das so haben und das so und das dann so und dann haben wir das hier und dann haben wir das hier. Ja, genau, so macht man das. Schön. Und damit können wir weiter. Toll. Na, zumindest können wir. Was? Warum? Ach, egal. Wir brauchen es ja eh nicht mehr. Wir sind ja jetzt hier. So, jetzt kommen diese Fliegen. Die wollen mich natürlich verarschen. Das war mir irgendwie klar. Hilfe, geht er weg? Ja, Wayne. Ist egal. Ich bin auch so schön. Du gehst jetzt sterben, bitte.
Okay, gut. Haben wir schon mal ein bisschen was getan hier. Zwar haben wir so gut wie noch keine Truhe geöffnet. Okay, das war jetzt mal eine, aber trotzdem. So, und ich würde mal sagen, da wir hier nicht sehen können. Link, wo bist du? Bist du noch da? Bei dieser Finsternis sieht man die Hand vor Augen nicht mehr. Sei vorsichtig. Ja, ja, natürlich. So, wo geht's denn hier lang? Da. Und hier wird's wieder hell. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, was ist für den Part. Und wir sehen uns gleich im Anschluss im nächsten Part wieder und versuchen da zum Endboss zu gelangen. Okay, dann ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.